Wie erstellt man am besten einen guten Hintergrund mit Logo für Zoom, Teams oder andere Live-Calls? In diesem Video zeige ich dir, wie du in PowerPoint ganz einfach einen schlichten, aber beeindruckenden Zoom-Hintergrund mit Logo erstellen kannst. Das ist ideal für deine Online-Meetings, vor allem für Networking-Meetings, wo du dich und dein Business hervorheben möchtest durch dein Logo. Denn der erste Eindruck ist entscheidend und das wirkt sehr professionell. Und das Beste daran ist, du brauchst nicht viel technischen Aufwand. Du brauchst keine Lampe hinter dir, sondern du brauchst einfach nur PowerPoint und dir dort einmal die Arbeit zu machen, einen guten Hintergrund zu entwerfen, den du dann in Zoom hochlädst. Und ich zeige dir heute in diesem Video, wie du genau das in PowerPoint erstellen kannst. Ich bin Sabine Schmelzer und wenn du mehr solcher Tipps haben möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Wir haben inzwischen bei sehr vielen virtuelle Hintergründe, weil man damit nicht zeigen muss, was im Hintergrund ist. Aber in vielen Fällen lenken diese Hintergründe trotzdem von dir und deiner Person ab. Und ich bin sicher, dass in Zukunft noch viel mehr Menschen virtuelle Hintergründe nutzen werden, weil sie so viele Möglichkeiten bieten. Und deshalb mach dir einmal die Arbeit, dir einen tollen Hintergrund zu erstellen, den du dann immer wieder nutzen kannst. Denn der Vorteil an diesen Farbverläufen ist, du kannst dein eigenes Branding integrieren. Du kannst dich von deiner besten Seite zeigen, weil wirklich nichts ablenkt und es sieht super professionell aus. Denn Fotografen machen das zum Beispiel auch, dass sie den Hintergrund beleuchten, damit du dich von deiner besten Seite zeigen kannst. Und du kannst das natürlich auch in deinen Live-Meetings machen. Ich möchte dir mal kurz zeigen, wie das mit verschiedenen PowerPoint-Hintergründen aussehen kann, die ich vorher vorbereitet habe, mit verschiedenen Farben und mit verschiedenen Farbverläufen. Ich mache mich mal ein bisschen größer. Wie du dich übrigens vor PowerPoint-Folien einblendest, das habe ich in einem früheren Video erklärt. Das verlinke ich dir da oben. Schau dir auch das an. Dieser Blauton ist etwas dunkler, komme ich auch sehr gut zur Geltung. Oder hier ist der Farbverlauf einfach von einer anderen Seite, so als ob das Licht von rechts unten gegen meinen Hintergrund strahlt. Du siehst, du hast da viele Möglichkeiten. Das ist meine Branding-Farbe, das Brombeer. Heute habe ich ein weinrotes Oberteil an, das passt nicht ganz so gut, aber wenn ich blau trage, passt das super. Welche Farbe dir steht, dazu habe ich auch schon Videos gemacht, das verlinke ich dir auch hier oben, denn nicht jede Farbe steht dir. Auch da solltest du testen, was gute Farben für dich sind. Hier einfach ein schlichtes Grün, falls du Grün in deinem Logo drin hast, ein Orange oder ein Gelb, um noch mehr aufzufallen. Oder hier mal eine andere Art von Farbverlauf, die aber auch sehr interessant wirkt. Und ich finde so etwas viel besser als eine weiße Wand hinter dir. Aber jetzt lass mich dir zeigen, wie du das Ganze in PowerPoint erstellen kannst. Dazu muss ich meine Datei nochmal öffnen und für dich freigeben. Ich nehme dieses Video mit Zoom auf, falls du dich fragst, wie ich das mache. Ja, und das ist die PowerPoint-Präsentation, die ich gerade hinter mir eingeblendet habe. Wie du siehst, einmal mit dem dunklen Blau, mit dem Farbverlauf von links unten aus der Ecke, mein Burgunderrot, das Grün, Orange, Gelb, der Farbverlauf schräg durch das Bild. Und wie machst du das Ganze? Du öffnest zum einen PowerPoint, erstellst dir eine neue Datei, in der noch nichts drin ist und gehst dann auf der Folie einfach mit der rechten Maustaste in das Kontextmenü und sagst Hintergrund formatieren. Und hier hast du jetzt Einstellungsmöglichkeiten und das, was wir brauchen, ist der Farbverlauf. Er nimmt automatisch immer das, was ich zuletzt benutzt habe. Das ist bei dir dann wahrscheinlich noch weiß. Deshalb geh zuerst hier auf die voreingestellten Farbverläufe. Und ich würde dir raten, fang mit den hier unten, mit den Lichtakzenten von unten an. Hier haben wir das Blau zum Beispiel. Und das kannst du jetzt noch anpassen für dich, wie es für dich am besten passt. Du hast hier
drei Farbregler, die du einstellen kannst. Und wenn du einen davon anklickst, kannst du hier entsprechend die Farbe verstellen. Und ich gehe hier jetzt mal auf ein helleres Grau und du siehst, hier unten verändert sich schon etwas. Und wenn ich den Farbregler dann noch höher stelle, siehst du, dass dieses Feld einfach noch größer wird. Wenn ich sage, das ist mir in der Mitte zu dunkel, kann ich auch hier ein helleres Blau nehmen und schon wird das Ganze aufgehellt. Und auch hier kann ich über den Farbregler das Ganze anpassen. Ob die Ränder nur dunkel sind, je nachdem, welchen Effekt ich haben möchte. Ja, und so kannst du dir das Ganze entsprechend einstellen, wie viel Weiß im Bild sein soll oder wie hell das Ganze sein soll. Natürlich kannst du auch die letzte Farbe verändern. Und wenn du das Ganze halt auf eine andere Farbe änderst, die deiner Branding-Farbe entspricht, geh einfach hier unten auf weitere Farben, gib genau deine Farbwerte ein und dann kannst du mit deinen Branding-Farben arbeiten. Wie schaffe ich es aber, andere Farbverläufe hinzubekommen, so wie das hier zum Beispiel? Dann wechselst du hier bei Typ auf Linear. Ich hatte vorher radial und hast hier dann noch die Möglichkeit, die Richtung auszuwählen. Du kannst zum Beispiel auch sagen, ich möchte das senkrecht haben, ich möchte es andersrum haben, dass es unten in der Ecke dunkel ist. Ich finde diesen Effekt, lassen wir uns mal den ausprobieren. Okay, das geht noch. Ich finde den anderen Effekt interessanter, weil dann hier mein Logo halt auf einem dunklen Hintergrund ist und ich trotzdem einen coolen Farbverlauf im Bild habe. Wenn du dich fragst, wie du dein Logo dort reinbekommst, einfach über das Einfügen gehen, sagen Bild aus Datei einfügen, dann suchst du dir das entsprechende Logo aus. Das ist es jetzt nicht. Genau, das ist das Logo, was ich verwende. Passt es entsprechend in der Größe an, sodass es noch gut lesbar ist, aber auch nicht dich erdrückt oder zu dominant ist. Und du kannst entscheiden, ob du es in die Ecke packst oder in die andere Ecke. Ich habe festgestellt, dass oben am besten funktioniert. Es hängt eben davon ab, ob du genau in der Mitte bist. Ich bin manchmal etwas versetzt wegen meinem Mikrofon. Deshalb packe ich es lieber in diese Ecke dort oben, sodass es gut zur Geltung kommt. Und du musst immer daran denken, wenn Menschen dich in Zoom als Sprecher sehen, dann sollte das Logo gut zu sehen sein, gut lesbar sein, nicht zu klein sein, aber auch nicht zu dominant sein. Und wie bekommst du das Ganze jetzt nach Zoom? Du gehst auf Datei exportieren, sagst dann hier unten bei Dateiformat JPEG. Am besten nimmst du 1920 mal 1080 als Größe, vergibst dem Ganzen einen entsprechenden Namen, speicherst es in den entsprechenden Ordner ab und lädst es anschließend in Zoom bei den virtuellen Hintergründen. Ich zeige dir das nochmal, wie das dann in Zoom geht und dann auf die Einstellungen gehen, Hintergrund, virtuelle Hintergründe. Und dann gehst du hier oben auf das Pluszeichen, sagst Bild einfügen und lädst dir deinen Farbverlauf aus dem entsprechenden Ordner hoch. Und du siehst, ich habe hier viele verschiedene Farbverläufe, weil ich auch damit gerne etwas rumprobiere. Und ja, hier auch ein anderes Blau mit einem anderen Effekt. Probier es einfach aus, was für dich ein guter Farbverlauf ist und teste es. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und wenn du mehr solcher Tipps haben möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.